Viele Leute verstehen gar nicht, was Homöopathie ist. Sie denken einfach, man nimmt ein paar Globuli und die wirken dann gegen die Krankheit. Eigentlich probieren wir mit dem homöopathischen Mittel, den Körper auf die Defizite hinzuweisen und das leicht zu verstärken, damit der Körper eigentlich sagt, jetzt ist genug, jetzt nehme ich dieses Problem in Angriff. Als Beispiel möchte ich den Aconitum, den Eisenhut oder Sturmhut erwähnen, der in der Homöopathie eingesetzt wird gegen Panikstörungen, und der zeichnet sich vor allem bei Zuständen aus, die um Mitternacht sich verschlimmern, wo man extreme Todesangst kriegt, also Angst zu sterben und starkes Herzklopfen. Und da sieht man, dass eben nicht jede Angststörung gleich behandelt wird in der Homöopathie, sondern das sind ganz spezifische Symptome, die zu gewissen Zeiten auftreten und gewisse Modalitäten haben, damit das Mittel wirkt. Wenn ich jetzt eine andere Angststörung mit Aconitum behandle, die diese Symptome nicht hat, dann ist es einfach falsch. Und deshalb sind auch Doppelblindstudien extrem schwierig mit Homöopathie, weil das Mittel eben sehr individuell ausgewählt wird.